haben eine Webanwendung geschrieben, zeigen sie aber mit dem Playbook. Die Idee dahinter war auch ein bisschen relevant, vergleichbar, und zwar eine WGI-taugliche Einkaufsliste. Die Teilnehmer waren Moritz Winter, Kai Herrmann, Matthias Holoch und Benjamin Halbrock. Die Technologie, die sie einsetzen, ist serverseitig ein Tomcat und frontendseitig mit jQuery. Ja, Matze feilt gerade noch an der Demo, dann sage ich was zur Idee. Genau, wird man sieht gerade eh nichts. Wir haben uns gedacht, hey, das sind vier Infos. Wir haben bisher ein Abrechnungsskript, wir wollen das mal sinnvoll machen, das heißt, wir fügen noch eine Einkaufsliste dazu. Und dann haben wir uns gefragt, okay, was haben wir denn, beziehungsweise was hat, glaube ich, jeder hier im Raum immer dabei, das ist was sein Smartphone. Und was passiert in der WG des Öfteren? Man beschließt spontan, man geht einkaufen. Nur unpraktischerweise beschließt das nicht immer nur eine Person, sondern zwei, drei Personen gleichzeitig. Und keiner weiß, dass der andere gerade einkaufen ist. Und am Ende hat man dann viele tolle Zutaten in seinem Kühlschrank. Meistens zu viele, da würde sich dann das WG-Kochdating vermutlich anbieten. Deshalb haben wir uns gesagt, okay, wir brauchen eine interaktive Einkaufsliste. Die Demo geht immer noch nicht. Die Idee dahinter ist, man kann ganz normale Items einfügen und wenn man dann beschließt, man geht einkaufen, geht man auf die Homepage, drückt auf, ich bin jetzt einkaufen. Die anderen WG-Mitglieder kriegen dann eine E-Mail und sehen, okay, Moritz oder Matthias ist einkaufen. Und das Tolle ist, wir haben uns gesagt, okay, nur wenn wir jetzt noch dringend was brauchen oder irgendwas nicht brauchen, wie teilen wir so Matze mit? Wir können anrufen, das ist irgendwie langweilig. Wir haben uns gesagt, wir machen das ähnlich wie Etherpad. Das heißt, man kann sich auf die Homepage einloggen und kann live, wenn jemand einkaufen ist, Dinge noch hinzufügen bzw. rauslöschen. Ja. Und das Ganze wird dann auch noch farblich abgehoben in die Liste eingefügt. Wenn man dann fertig ist mit Einkaufen, haut man unten den Betrag rein und es wird abgedatet, damit man schön zu Abrechnungszwecken die ganze Sache noch hat. So, Problem dabei. Wir haben uns gesagt, hey, lern was Neues diesen Sommer. Das heißt, wir haben uns für Tomcat und jQuery entschieden, bei dem jeder von uns nur so ein bisschen Ahnung hatte, wie es funktioniert. Also so ein bisschen an Fremdprojekten rumgepfuscht. Das heißt, wir sind nicht wirklich fertig geworden. Wir haben wunderschöne Datenbankabfragen, die wir derzeit noch nicht benutzen. Wir haben eine hübsche UI, die meistens funktioniert, wenn der Server nicht gerade irgendwas macht. Also das ist alles ein bisschen Kuddelmuddel. Schaut es euch auf GitHub an, github.de/Trollhöhne, glaube ich. GitHub, glaube ich. Naja. Und was funktioniert, ist der Login, wenn das WLAN hält und auch Dinge hinzufügen. Was man nicht lesen. Doch, man kann es lesen. Wir haben Schrift. Clubmate und Kekse. Sehr schön. Wir hatten irgendwann heute Nacht auch am Funktionieren, dass man Dinge abhaken konnte, die sind dann hübsch nach unten geswiped, gefahren. Ich glaube, das geht gerade wieder nicht. Irgendwer noch was sagen? Ja, also was tatsächlich funktionieren würde, wenn die Server, der da hinten gerade steht, also der läuft auf dem Laptop, übers WLAN erreichbar wäre, das hat es dummerweise nicht funktioniert, dann hätte man zeigen können, dass der Login wirklich funktioniert und dass man sich tatsächlich authentifizieren kann als ein Nutzer von einer WG und dann eben die Rechte hat, auf eine geshared Einkaufsliste zuzugreifen. Und diese Einkaufsliste würde dann während dem Einkaufen synchronisiert werden, dass man parallelisiert einkaufen gehen kann, beispielsweise. Und das UI an sich, das existiert über die Verbindung, ja, aufgrund von schon geleiteten Problemen. Nichtsdestotrotz fanden wir, es war eine echt coole Sache hier und wir haben jede Menge gelernt.